Und wieder bin ich am Start. Hat sich einiges getan. Ich habe mehrere Stunden jetzt im Hintergrund gearbeitet. Jetzt zeige ich euch mal, was ich umgebaut habe. Du. Und zwar, hier habe ich ja gesagt, soll meine LV-Maschinerie hin und hier meine MV. Die ganzen kleinen Geräte habe ich jetzt erstmal abgeschalten. Da möchte ich ein besseres System finden, wie ich da quasi. Ja, einmal nur die Crushes rausbekommen und so weiter. Wahrscheinlich brauche ich noch eine Maschine. So. Ich hatte mir jetzt eine Advanced Steam Turbine gebaut. Ich werde noch eine zweite bauen, weil ich die am EBF testen möchte. Dazu habe ich ein zweifaches Kupferkabel jetzt mal angeschlossen. Und ihr seht ja, ich habe jetzt einen Tank mit 12.500 Litern oder 12,5 Millionen Millibuckets. Der Tank ist 7 mal 5 oder 7 mal, ne, 5 mal 7, also 5 breit, 7 hoch. Ich bin am Überlegen, ob ich den noch auf 7 mal 7 ausbreite, dann weiter nach oben. Allerdings seht ihr schon, da oben muss ich noch meine Pipes noch ändern. Der Tank ist abgeschalten, weswegen auch die ganzen Rohre dahinter dann noch verschwinden. Und hier habe ich mal getestet, mein Advanced Extruder. Der verbraucht schon ziemlich Dampf. Ich meine, das geht ganz schön runter, weil die schluckt ja auch hier 48.000 und die macht die Hälfte quasi. Aber hier reicht es mir eigentlich aus und ich bin mal gespannt, wenn der voll ist, wie lange ich damit arbeiten kann. Weil bisher befeuere ich den nur mit drei Öfen plus oben den Solarboiler, vor allem Boiler. Den Solarboiler hatte ich ausprobiert. Und ihr seht ja, ich hätte noch Platz hier. Da ist das Haus. Ich könnte jetzt noch zwei darüber gehen und zwei darunter. Das Wasserfass hier verschwindet. Und hier habe ich mal meinen Boiler mit sicherheitshalber im Glas drüber. Ich glaube, man hat mir mal gesagt, ich brauche das nicht unbedingt. Dazu müsste ich mir mal das Video nochmal von Z-Baby anschauen. Oder ich glaube, Folge 53. Da waren, glaube ich, auch kein Glas drüber und der macht hier 360 Liter Dampf. Ja, und das pumpt halt dann immer nach. Aktuell ist er jetzt noch über das Wasserfass hier angeschlossen. Ihr seht da unten meine Kabel, die ich jetzt verwendet habe. Ich bin mal weggegangen von diesem Large Bronze Fluid hier. Der macht 4800 und nee, das doch. Der macht genauso 4800, wie jetzt zum Beispiel hier diese ganz normale Steel Fluid Pipe macht auch 4800. Und Stahl habe ich ein bisschen mehr wie Bronze, deswegen habe ich Stahl verwendet. Überlegt wurde auch, ob ich die ganz dicken Rohre mache, aber letztendlich machen die drei Öfen ja sowieso nicht so viel Dampf, dass ich jetzt auch sagen kann, okay, das lohnt sich da stärkere Rohre reinzubauen. Ach, meine schönen Felder, könnt ihr euch noch daran erinnern, Folge 2 oder 3, wie sie ausgesehen hat. Genauso das Rohr hier, beim letzten Mal habe ich das ja mit euch gebaut, bis da hinten, unten und ach, das ist egal. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Was ich alles schon erledigen wollte, verdammt, schaffe ich nicht echt. Also wie gesagt, der Steam-Tank ist nur mit diesen drei Öfen hier und dem Solar da oben befeuert worden und ich habe jetzt hier 8 Millionen Dampf gemacht. Als nächstes steht auf meinem Programm, mein Inventar ist ziemlich voll, was steht denn auf meinem Programm? In MV, also die Steam-Turbine habe ich hergestellt, ging relativ einfach, die Chips bin ich auch am Produzieren, was mir allerdings hier unten, nee, hier Doch hier unten sieht man zwei Stück noch. Jetzt müsste ich wieder Material besorgen. Die Dioden dazu, ehrlich gesagt, also ich habe die auch rausgelegt. Die sind mir irgendwie zu blöd. Ich brauche jedes Mal Gallium. Warte mal, unten brauche ich Glas. Das könnte ich machen mit geschmolzenem Glas. Ich könnte jetzt auch Kupferkabel und die Wafer machen, aber das ist ja eine Umständlichkeit ohne Ende. Oder ich nehme dann Polyethylen. Analyt, Copper Wire und die Wafer. Ehrlich gesagt, das ist immer zu blöd. Ich gehe dann her, warte, bis meine Coins hier freigeschaltet sind, hier unten. Ich könnte jetzt aktuell wieder vier Stück kaufen.
Für 5 Coins, das mache ich natürlich gleich. Oder 8 Stück, das mache ich sofort. Weil ich habe momentan auch die Code, die Sachen hier oben. Und wer weiß, wie viel noch dazukommen oder auch nicht. Und ob ich dann überhaupt bis zum Ende irgendwann mal komme, das kann ich euch gar nicht sagen. Ich bekomme jetzt auf jeden Fall 8 Dioden oder Idioten, je nachdem. Manchmal sind es Idioten. Und die aktualisieren sich, glaube ich, immer dann, wo will ich denn hin? Ich will nach unten. Ich glaube, die aktualisieren sich dann, wenn ich jetzt irgendein MV-Gerät wieder hergestellt habe. Deswegen nutze ich das mit den Coins jetzt aktuell aus. Das sind die Motoren, da brauche ich Aluminium-Rods. So, und was fehlt hier noch? Da muss ich. Ach so, und meine Boards. Und da, ja, daran wird es scheitern, weil mein Gold. Ich habe nicht mehr viel Gold. Und ich habe zwar ein paar Kabel gemacht. Da habe ich noch zwei. Wo habe ich den Rest hingelegt? Ich glaube hier in die Kiste oder in die Kiste. Genau, also es würde nicht reichen. Ich bringe jetzt hier keine Boards mehr zusammen. Die übrigens stelle ich hier her. Ganz einfach. Ganz einfach. Sprengauf los. Maschine. Ganz normales Woodpulp. Ihr wisst ja, wie das hergestellt wird. Ein bisschen Klebstoff. Und dann habe ich hier meine ganz normalen Boards. Die kann ich auch noch nicht anders herstellen, weil mir quasi das Material dazu fehlt. Ich habe noch kein Sodium-Persulfate hergestellt und auch noch kein Iron-3-Chloride. Und ich möchte mich ehrlich gesagt damit auch gar nicht befassen, weil ich brauche ja wieder Gold. Das ist also eines meiner nächsten Ziele. Ich check schnell nochmal die Lage hier in meinem Vorratsraum. Ja gut, ich hätte hier Goldohre, die könnte ich ja noch erwähnen. Das mache ich jetzt. Ach so, ach so, ach so. Ich habe die hier abgeschalten. Ja, ich mache das später, wenn ich umgebaut habe. Okay. Gut, die vierte Batterie lege ich da wieder mit rein. So, als nächstes. Ach ja, die Cutting-Maschine hatte ich jetzt hier hingestellt, da unten. Einfach, weil ich nicht weiß, wohin sonst. Die braucht aber wie jetzt andere Rezepte auch Lubrikant. Jetzt habe ich oben drüber mir eine Basic-Distillerie gestellt mit der 4er Sicherung. Ich schau gerade. Das müsste eigentlich ja. Hier oben muss ich Teeröl einfüllen. Wo ist mein leerer Eimer? Hier oben. Ich nehme mal drei Eimer Teeöl, weil da gibt es genug davon. Ich hoffe, das kann ich jetzt auch hier einfüllen. Genau, das geht. Gehen wir weg hier. So. Zwei und drei. Jetzt muss ich nur noch die Pumpe. Ach so, eine Batterie brauche ich noch. Ich muss ja irgendwie die Distillerie hier zum Laufen bekommen. Habe ich da eine? Ja, hier habe ich eine. Gehabt. Weggeschmissen. So. Und zwar, ich will das noch nicht anschließen, sondern ich möchte erst das hier reinpumpen. Und jetzt die Batterie rein. Es sollte eigentlich. Wieso pumpt er nicht? Import. Ja, hallo, pumpen wir hier. Export. Ach so, ich habe die Pumpe falsch angebracht. Kann das sein? Ich denke, ich muss da oben hin. Genau, und dann muss ich auf. Ach, Sixt ist schon weg. Ne, ist noch nicht weg. Na komm. Jetzt Export. Ah, jetzt läuft die Maschine. Okay. Quasi, ich habe jetzt hier, ich glaube, ich brauche gar nicht so viel. Wie viel machten die hier Lubrikant? Einmal kurz ausschalten. Die macht jetzt, naja, 8 Liter. Okay, dann lasse ich das mal durchlaufen, bis das hier unten voll ist. Danach nehme ich meine Maschine wieder weg. Das ist jetzt 3000 Teeröl. Das lasse ich jetzt durchlaufen. Die Batterie wird irgendwann den Geist aufgeben. Muss ich mal schnell nachheben. Und hier wie immer 8 Obsid, 8 Aluminium. Anders geht es momentan noch nicht. Die Batterien sind voll. Hier nehme ich mal noch eine mit.
Das bedeutet für mich, die nächsten 8 reinlegen und das ist halt umständlich, ne? Läufst du automatisch an oder muss ich da wieder in den Hintern treten? Weiß auch nicht, warum ich den mal einschalten muss. So. Batterie, genau. Ich wollte hier schauen, dass das seinen Gang geht. Und die Batterie, naja, hält es noch aus. Ich möchte nämlich mal ausprobieren, ob ich hier, wie schnell das geht gegenüber der anderen. Vor allem möchte ich mal einen Diamant irgendwann schneiden. Kann mir aber gut vorstellen, dass es schneller geht und vom Dampfverbrauch 3, 6, 5, 4, 6, 8. Also, achso, ich lasse keine Maschine laufen momentan. Und hier habe ich noch 500. Könnte sogar die Batterie reichen. Okay. So, schnell einen Schluck Kaffee reingepresst. Als nächstes, hier musste ich natürlich ein bisschen tricksen. Ich habe so eine Fake-Wand eingezogen, weil mir der Stahltank da nicht gefällt, letztendlich. Und die Distillerie habe ich hier abgebaut. Distillerie. So. Jetzt habe ich hier noch eine MV-Maschine, den Electrolyzer. Aber der braucht ja einen Tank, weil der schmeißt ja in der Regel immer irgendwas raus an Flüssigkeit, oder? Wobei. Nee, eigentlich nicht. Okay, das ist LV alles. Schau ich mal auf MV ganz kurz noch. Ich glaube, der spuckt dann immer irgendwas raus. Und deswegen lasse ich den jetzt mal hier, so wie es jetzt ist. Und alles andere, was mit MV zu tun hat, kommt vorne hin. Gut. Buch. Die Assembling-Maschine, die baue ich natürlich auch dorthin. Wobei es jetzt eigentlich ganz gut läuft mit dem Generator und den Batterien. Aber ich würde das gerne eigentlich ans EBF anschließen. Und dazu brauche ich wieder die Hatch. Und mit der Hatch brauche ich wieder diesen Laser. Und deswegen, ich glaube, ich claime mal alles, oder? Ich brauche erstmal diesen Präzisionslaser. Naja, einmal wahrscheinlich im Leben oder so. Der liegt ja schon draußen, ne? Genau. Oh. Die Batterie doch leer. Ah ja, tatsächlich hat er es geschafft. Halb so wild, dann wird sie eben hier geladen. Ne, das mache ich nicht. Ich lade sie hinten. Ich muss ehrlich sagen, dieser Advan. Ach so, da ist noch was. Haha. Jetzt. Dann habe ich beim letzten Mal schon gezeigt. Hatte ich beim letzten Mal schon gezeigt, ne? Dass ich quasi. Das Ding gar nicht herstellen kann. Allerdings sagt mir mein Questbuch, wo sind die? Irgendwo habe ich Solar gehabt. Moment, hier oben. Weil das sind ja diese LV-Teile, die ich brauche. Heißt es LV? 8V? LV. Weil ich wollte eigentlich die besseren Boiler mal bauen. Und brauche ich Wafer, verstärktes Glas. Das habe ich mittlerweile hergestellt. Zwei Schaltkreise. So, jetzt hänge ich wieder mal an der Carbonplatte da. Und da bin ich auch alles Mögliche durchgegangen. Braucht Kohlefaser. Carbon, wie schon gesagt, ist kein Problem. Aber eben Molten Polyethylen. Und ich denke, das wird jetzt eine Aufgabe sein, um erst einmal Polyethylen herzustellen. Weil ich glaube, das wird mich noch die ganze Zeit verfolgen hier. Dazu muss ich kurz mal schauen. Chemical Reactor, brauche ich Ethylen? Was? Ah, schau mal her. Achso, da brauche ich auch Ethylen. Oder Druckluftzellen. Druckluftzellen, glaube ich, ist kein Problem. Ethylen zu Polyethylen. Ich muss aber erstmal wissen, wie bekomme ich ein Ethylen? Da brauche ich, glaube ich. Ich habe so mir schon vorher mal ein paar Gedanken gemacht. Ich würde drei Chemical Basic Chemical Reactor benötigen. Wo habe ich sie denn? Da habe ich auch noch Maschinen, die ich machen könnte hier. Wo habe ich dich denn? Oh, pass auf, ich gebe da einfach ein. Basic Chemical Reactor.
Da bräuchte ich nämlich drei Stück. Ja, da brauche ich wieder Chips. Das heißt, ich brauche sechs so Dinger. Dann brauche ich noch eine Distillerie, die kann ich mal leihen. Ein Fluidkenner kann ich mal leihen. Wenn ich mir jetzt quasi drei so Dinger baue, die sind ja wirklich nicht schwer. Zinn, Rotorblätter. Ach so, das ist wieder Eisen. Ja gut, die kann ich mir herstellen. Magnetic-Styrod, das ist ja prima. Das kommt ja gleich hier rein. Hier rein. So, wie viele Motoren habe ich gebaut? Sieben. Sieben Motoren. Ich komme jetzt da erstmal nicht weiter, ne? Ich brauche Polyethylen. Egal wie ich drauf schaue. Carbongewebe. Biocarbonplatte, kriege ich die irgendwie her? Bioorganic Mesh. Biofiber. Ah, Pflanzenbälle habe ich. Pflanzenbälle hätte ich. Auch Treibstoff hätte ich auch noch darum liegen. Ist das jetzt dasselbe, wie ich da im Eimer habe? Ja, ne? Treibstoff heißt Treibstoff. Treibstoff heißt Treibstoff. Dann könnte ich das doch vielleicht machen. Über 1000 Umwege. In Blast Furnace. Ein Bio-Organic Mesh. Das kriege ich ganz normal im Assembler. Raw Biofiber. 16 Pflanzenbälle. Und die Pflanzenbälle kriege ich wieder ganz normal. Ach, schau her, wenn ich Bäume reinsetze. Gummibäume. Oder alle Bäume. Ach, Zuckerrohr auch. Also Bäume habe ich genug. Wisst ihr was, dann gehe ich doch den weg. Ich schaue erstmal, wie es weitergeht. Forming Press habe ich. Das kann ich auch machen. Zwei Aluminiumplatten. Ha, da brauche ich die MV Forming Press. Ah, gefällt mir wieder nicht. Das fällt schwierig, das ganze Zeug herzustellen. Und wo war ich noch? Da war ja nichts weiter, ne? Nee, da wollte ich ja nichts machen momentan mit Darmkraft. Ich will hier weiterkommen. Das ist dann die Presse, ne? Die Formpresse. You can make aluminium iron plates for solar panels and few rotor plates for turbines. Ich denke, das Ding werde ich dann trotzdem brauchen da. Mal rauslegen hier. Electric Piston wieder, Aluminiumplatten. Das treibt mich noch in den Wahnsinn. Ich habe keine Platten mehr. Ja, ich pass auf. Eine. Ich sammle mal kurz. 13. Nee. Das muss alles warten. Immer zu teuer alles. Eigentlich. Borax, noch nie gehört. Ruby Electrolyzing. Chemical, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Ich will eigentlich gerne mal das hier bearbeiten da. Ach du grüne Neune. 16 Fein Aluminium Wire. Das heißt, ich brauche 4 Aluminium Kabel. Boah. 8 Aluminium Kabel. Die Pumpe habe ich. Lubrikant ist auch kein Problem. Ja, ich brauche den Laser. Egal, kostet es, was es wolle. Jetzt muss ich natürlich schauen, wie ich meine Maschinen wieder zum Laufen bringe, weil die haben keine Batterien. Dann muss ich wohl hier das nochmal aktivieren. Wie lange dauert denn das noch? Das dauert ewig. Dann muss ich wahrscheinlich hier mal kurz die Verbindung trennen und die Verbindung wieder ran machen, damit ich hier mal Steam reinbekomme, um die Maschinen zu betreiben. Genau so mache ich das. Setzlinge, glaube ich, habe ich zu Tausenden. Dann nehme ich jetzt mal. Wie viel brauche ich wieder?
Ne, das will ich nicht. Ich will meinen Laser hier oben. Was? Ach, das. Hä? Wo hab ich jetzt die ganze Zeit hingeschaut? Na, dann stehe ich doch den her. Ein R-Emitter muss ich sowieso noch machen. Drei Chips brauche ich. Da brauche ich keine. Also brauche ich sechs Platten. Aluminiumrotz. Ach, wisst ihr was? Das mache ich da. Und die jage ich trotzdem durch den Kompressor. Kompressor ist hier. Dann sollt ihr mir da mal was machen. Und ich kümmere mich jetzt trotzdem mal um die Sachen hier. Ich brauche zwei, vier Aluminiumrods. Oder habe ich das vorbereitet? Da habe ich zwei Chips und mir fehlen noch. Ach, die Platten. Ich habe kein Gold, ne? Doch. Gold. Ich mache jetzt schnell noch Gold. Das jage ich noch durch einen Maserator. Ja, ist egal. Muss ich ja brennen direkt. Das dauert jetzt wahrscheinlich, steigt immer gleich aus, weil ich ja kaum Steam habe. Pass auf, dann machen wir es mal so. Dann schalte ich trotzdem die Pflanzen mal aus. Ja, wo schickt denn der die hin? Ach, da unten ist der Trichter noch, wa? Ah, weil ich die Kisten entfernt hatte. Okay, nee, dann lasse ich das mal und der soll mir hier schön artig mein Gold brennen. Und ich sollte vielleicht mal reinschauen, was da alles drin ist. Und aufräumen. So. Also gut, ich brauche für die Pistons sechs Platten. Ne? Ich schaue schnell mal nach. Drei, sechs Platten. Drei, sechs Platten. Für den Ermitter brauche ich. Ah, da brauche ich nochmal zwei Chips. Elektrumrod. Okay, vier Stück. Das mache ich auch, weil Elektrum. 1, 2, 3, 4. Achso, so viel brauche ich gar nicht. Der hier war das, ne? Genau, Rot. Mach mal. Oh, der dauert aber hier 2. Ich mach mal 4. Ich glaube, 3, da kommen 6 raus. Mal schauen. Ah, der geht schon runter um 2000. Oh, der zieht aber ganz schön runter. Autsch. Wenn ich da recht lang mit Dampf vorbeikomme, da brauche ich wirklich einen großen Tank. So mühsam, wie er sich da reingearbeitet hat, so schnell geht es wieder raus. Was soll's? Oh, Batterie leer. Dann schnell mal laden. Ne, lade ich hinten, habe ich gesagt. Genau, und das stört mich hier. Der ist wieder ausgestiegen. Ah, ich mag das, wenn man Chunk wechselt und das geht nicht. Ich euch zweimal mit raus. Ich habe jetzt kein Aluminium einstecken, also komm her. Dann mache ich die Platten hier. Sechs Stück. Oder sieben, ist egal. So, du bist dann gleich fertig und da brauche ich vier Stäbe. Eins, zwei, drei, vier. Da kommen ja auch mehr raus. Kommen ja 8 raus und da brauche ich jetzt noch eine Enderperle, Kupferkabel, zwei so Chips und dazu brauche ich das Gold. Okay. Wie weit ist der? Da oben ist er leer. Da schreit er um Hilfe. Und ach, da ist noch anderes Zeug denn deswegen. Danger hier. Arbeite mal, ich brauche das Zeug. Oh Gott, das geht auch nicht. Ja, weil ich alles schon abgebaut habe. Ja, ich arbeite jetzt schnell mal im Affentempo. Enderperle, Enderperle, Enderperle. Eine. Oh, bin ich schnell, Wahnsinn. Pass auf, den Ermitter, den baue ich hier zusammen.
Falls ich den nochmal brauchen sollte, dann lege ich mir den mal raus. Den habe ich leider noch nicht auf meiner Vorlageliste. Zwei Chips. Die Chips hole ich mal auch gleich raus. Die zwei und hier brauche ich nur die Boards. Genau. So, einmal das Teil hier hinlegen. Eins, 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 eins. Und eins ist, hey, ist neun. Einen Chip. Und das sind zweifach Kupferkabel. So. Rechtsklick sperren. Jetzt habe ich den Ermieter. Die Pistons. Die Kupferkabel habe ich drin. Die Motoren, zwei Stück brauche ich. Dankeschön. Zwei Motoren habe ich und. Und die Rods brauche ich, genau. So, so. Zahnrädchen für immer noch zwei Stück. Ach so, dann müsste ich übrigens hinten die Kiste mal vorholen. Weil sonst gewinne ich ja nichts vom Weg her. Mache ich aber bei Gelegenheit. So, Extruderchen. So, einmal wechseln. Das gefällt mir am besten, dass ich da keine Schraubenzieher und so weiter mehr verwenden muss. So. Warte mal, eines ging bloß einer von den beiden, gell? Der war es nicht. Ich habe doch alles drin schon wieder. Kupfer. Ach, die Motoren. Habe ich. Motoren habe ich. Kupferkabel. Rot habe ich. Ach, Platten fehlen. Platten. Habe ich doch gemacht. Hier sechs Stück. Eins, zwei. So. Ach so. Zwei oben, drei. Die Hülle brauche ich noch. Die habe ich hier, glaube ich. So. Jetzt schaue ich mal, wie das im. Meine Chips jetzt hier. Ach, die habe ich jetzt verbraucht, ne? Ne, einen habe ich noch. Ah, die habe ich verbraucht, die Blödel. Das Teil war da oben in der Mitte. Dann drei Chips. Meine Kupferkabel habe ich auch da reingelegt. Gut. Dann schnell nochmal Gold rausholen. Geht ja recht flott. Und die Bots sind eigentlich auch ziemlich schnell gebaut. Sechs Stück habe ich, so viel werde ich jetzt zwar nicht brauchen, aber ich würde sagen, ich klaue mir hier gleich nochmal acht Kabel, mache zumindest zwei so Chips. Und dann darf ich wirklich auf die Suche nach Gold gehen, ne? Das ist eigentlich das, was ich wenig mache. Weil ich sage, okay, wann brauche ich mal Gold, aber jetzt stelle ich fest, macht vielleicht Sinn. War die falsche Maschine hier rein? Hier rein. Hallo, Maschine. 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 Danke. Oh, ich habe nur noch einen Chip drin. Autsch. Was fehlt denn hier noch? Kupferkabel. Was fehlt denn da jetzt? Ach nee, warte mal, das ist doch falsch hier. Ich muss doch kurz überlegen, das geht um Assembler hier oben. Hier oben brauche ich das. Das. Kupferkabel und ich glaube Chips, oder? Genau, die Dinger brauche ich jetzt wieder. Da habe ich nur noch eines. Ach Mann. Ach Mann. Ach Mann. Dann muss ich kurz Pause machen, Leute. 29 Minuten oder aber ich mache in der nächsten Folge weiter. Nee, ich mache das gar fertig, ich mache Pause. So, jetzt sollten die Sicherungen eigentlich fertig sein, genau.
Ich hatte jetzt ein bisschen Coins dafür eingesetzt, damit ich einfach nur an meine jetzt Sachen hier auf die Schnelle komme. So, Laser. Und den Laser. Ach so, mal schauen, wie weit der ist hier. Der ist durch. Wunderbar. Die Vierer, die setze ich. Moment, die muss ich wieder umändern in 3. Damit ich hier nichts falsch mache. Die setze ich hier wieder rein. Warum auch immer. Und die 24, die war hier oben drin. Oh, da fehlt mir noch eine. Da fehlt die 4. Ja, egal. Dann kann ich das hier wieder abbauen. Weil Lubrikant habe ich jetzt genug, glaube ich, drin. Genau. Und meinen Tank baue ich auch wieder ab. Einfach nur, damit ich mal eine Übersicht habe, was für MV-Geräte ich habe. Alter Schwede, Obsidian, du. Und dann kann ich es nicht einsammeln. Du bist mir der Richtige. Hallo? Ja, was ist das jetzt? Okay, gut. Also, dann versuche ich mal in der dritten Maschine an dieses eine Kabel anzubinden. Und zwar diesen Laser. Den schaue ich mir jetzt mal an. Freigeschalten ist er ja schon, genau. Und das heißt, da soll ich jetzt dann die Wafer reinlegen. Was brauche ich? Da brauche ich doch eine Linse erst einmal, ne? Genau. Linse. Ich hole mir schnell mal die Wafer zuerst. Die sind so rund irgendwie. Hier. 16 Stück habe ich. Jetzt muss ich mal schauen. Linsen. Linsen. Ich hatte hier. Wo habe ich denn die Linsen? Hier, das da ist doch eine Linse, oder? Ne, Flawless Emerald. Jetzt muss ich schnell mal schauen. Ich habe das Teil hier geklemmt. Ach so, hier bekomme ich Linsen. Emerald, Ruby, Diamond. Welche brauche ich jetzt hier? Ach komm, hör auf. Brauche ich verschiedene? Nee. Doch, ich brauche echt verschiedene Linsen. Okay, das heißt, ich brauche eine Ignis-Linse. Geht auch. Red Garnet. Ignis habe ich. Ignis-Kristallplatte. Was kann ich denn? Wo bekomme ich denn das her? Ne, es muss anders gehen. Okay, da brauche ich eine rote. Ach, du grün, wahrscheinlich Diamant an das, oder? Ne, Green Saphir. Exquisit. Durch die Latte. Das habe ich. Das habe ich. Also die Exquisiten brauche ich. Dann nehme ich mal da ein Exquisites. Habe ich gar nicht. Ich muss jetzt mal was ausprobieren. Wenn ich jetzt Green Saphir durch den Massa Raider schmeiß, geht es? Ja, das geht. Macht er mal Crush It, bitte. Oh ne, dann macht er mal Dust. Das ist blöd. Ich mach mal Dust. Und dann jage ich ihn nochmal durch. So, geht es dann eigentlich? Das geht nicht. Und wenn ich Forge. Und achso, meine Wasserdinger habe ich auch weg. Ich bin ja so blöd. Achso, übrigens ja, Leute. Ich mache mal Pause. Ich beende das hier mal. Schauen wir jetzt wegen den Linsen. Obwohl, nee, ich mache jetzt. Na, warte mal, ich. Nee, die Folge ist rum. Schöner Rücken kann auch entzücken. Die Folge ist jetzt rum. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, 35 Minuten, muss mal reichen. Bis gleich.